Die Vermittlungstiere der Woche werden von Tierpfleger Marco in Kooperation mit Vorarlberg Online präsentiert. Das ist der Charoub, ist ein Yorkshire Terrier Mix, ist circa 1,5 Jahre alt, sehr temperamentvoll, hatte leider bei seinen Vorbesitzern ein wenig Schwierigkeiten gemacht, weil er eben sehr temperamentvoll ist und noch relativ ungezogen. Das heißt, für sein neues Zuhause wünschen wir uns auf jeden Fall auch einen Besitzer, der weiß, wie er sich bei Charoub durchzusetzen hat und auf jeden Fall auch mit ihm eine Hundeschule besucht. Vom Wesen her ist er ansonsten sehr freundlich, sehr aufgeschlossen, ist bei jeder Spielerei dabei und einfach ein lustiges Kerlchen, das sich auch über andere Hunde freut. Hier im Vorarlberger Tierschutzheim warten wieder etliche Kleintiere auf ein neues Zuhause. Unter anderem auch diese Ratten, die wir seit kurzem hier im Tierschutzheim beherbergen. Das sind noch Jungtiere, sind circa 10 Stück an der Zahl. Und für diese suchen wir eben ganz dringend ein Zuhause. Vermitteln möchten wir sie immer zu zweit, da Ratten immer in Sippen bzw. in kleinen Gruppen leben und es der Art gerecht kommt. Diese Tiere sind sehr intelligent und neugierig, sollten aber dennoch nicht in Kinderhände kommen. Das heißt, man braucht schon Geduld, dass man sie wirklich auch zahm bekommt. Sie sind sehr gelehrig, aber durchaus kein Kinderspielzeug. Wir suchen eben hier richtige Rattenfreunde oder jene, die es vielleicht werden möchten, wo auch genügend Platz und Zeit haben, die Tiere zu versorgen. Sie benötigen spezielles Futter in Form von Pellets und natürlich immer Heu und Stroh, damit sie sich auch verkriechen können. Und ja, ganz viel Beschäftigung, weil sie eben sehr neugierig sind. Also wer sich jetzt wirklich für diese niedlichen Kleintiere interessiert und auch Interesse hat, unsere anderen Kleintiere zu besichtigen, kann gerne im Vorarlberger Tierschutzheim zu unseren Öffnungszeiten vorbeikommen.